Hey Freunde, euer ganz normaler Typ ist wieder da. Krieg 9 müsste das schon sein in Season 7. Ich bin relativ spät gestartet, weil der Krieg auch relativ spät losging. Ich muss halt dann doch ein bisschen früher ins Bett. Nichtsdestotrotz, zeitmäßig reicht das für mich total entspannt. Rechts gehen, sichere Ladung mitnehmen, das war's dann auch schon. Also mehr Ladung kriege ich nicht, will ich damit sagen. Also ein bisschen ungünstig gelaufen in dem Krieg, aber naja, passiert noch mehr. Champion Boosts aus dem Overflow nutzen, weil sonst verfällt's, das wollen wir nicht. Und dann geht's hier los gegen eine Storm. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas großartig passiert, das zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere. Ein nettes Intercept zwischendurch. Superkräfte ausweichen. Attacke. Fertig ist der Schuh. Gut, so weit unten auf der Karte ist das jetzt auch nicht weiter anstrengend oder wild oder. Naja, sei es drum. Hier auf dem Vergiftungsknoten habe ich von vornherein, bei Mutant mit einem Archangel gerechnet. Ich habe quasi darauf gepokert und es war tatsächlich auch ein Archangel. Ich suche hier im ersten Moment des Kampfes nach dem Parieren, das ich akut einfach nicht finden kann. Dann habe ich mich so gefreut, dass ich es gefunden habe, dass ich versehentlich die Lautstärke-Taste gedrückt habe. Okay, Gerät falsch rumgehalten. Kommt vor. Soll uns nicht weiter stören. 6 Sterne kosmisch. Ich habe erst überlegt, na, guck es mir an. Will ich wissen, was mich erwartet? Sehe ich's? Nach einigem Zögern. Ja, er war auf Start gedrückt. Was soll der Geiz? Was soll passieren? Und nach einigen Verbindungsproblemen, die gar nicht bestanden haben, geht es dann hier gegen eine Hela in den Kampf. Der war so medium. Relativ viel auf den Block genommen, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Superkraft auf jeden Fall. Da war's. Das kann ich eigentlich besser ausweichen. In dem Moment war es halt, ne? Früh morgens nach dem Aufstehen. Da ist der Kaffee noch nicht drinne. Ist man noch ein bisschen langsam. Gut, halb so wild. War jetzt noch 500 Schaden oder so. Egal. So. Zum frühen Vormittag. Dann hier noch die Punkte ausgeben, dass ich bereit bin. Und dann zum Abend. Wir hatten ein Team-Meeting auf der Arbeit. Neue Aktion kommt im Verkauf. Das ist relativ aufwendig gewesen. Es musste durchgesprochen werden. Kurz vorher Boost angemacht, meine Kämpfe gemacht. Ich glaube, 4 oder 5 Stunden vorher hat mein Best Buddy auf der Arbeit Nachricht geschickt: Hey, ich habe meine Meisterprüfung bestanden. Das heißt, wir haben den Abend also auch genutzt, um einzupicheln. Ich war hier also auch schon relativ gut dabei. War ein lustiger Abend. Arbeiten und saufen, das verträgt sich irgendwie nicht so gut. War schön. Gut, ihr werdet gleich das Drama sehen. Ronan wird ja erstmal pariert und dann suche ich das Parieren, schlage die Luft, bis ich dann meine Form immer noch nicht finde und nehme so erstaunlich viel Blockschaden mit. Okay. Was willst du tun? Kannst froh sein, dass du nicht K.O. gegangen bist. So ein Schwachsinn. Bei dem Mystischen hier habe ich mit einer Magie gerechnet. Selbst wenn es ein Dormammu ist, mit Caps sind wir immer gut dabei in so einer Situation. Es war in the Hood. Ist ja nur sowas von simpel, wenn man die erste Superkraft ziehen kann. Schön zweimal intercepten, dann die erste Superkraft kitzeln. Das wollte er erst ewig nicht. Als er sich dazu entschlossen hat, ging es dann auch endlich weiter im Text. Ja, immer noch Intercept. Jetzt war es ein Parieren, nicht weiter wild. Das bisschen nehmen wir jetzt hier mit gegen Ende. Und dann ging es weiter. Ich
hätte es mit einer zweiten Superkraft beenden können, sicherlich. Ich wollte allerdings auf Nummer sicher gehen, vorher Superkraft ziehen. Also kein Risiko eingehen in diesem Krieg, wenn wir noch eh schon ein bisschen kopfmäßig gerade woanders sind. Der Kampf jetzt, der geht in die Geschichte als der dümmste meines Lebens ein. King Root, endlich mal was anständig, halbwegs anständig regenerierendes. Ich pariere, er wirft es ab, er pariert mich. In der Regel, also in der Arena, klappt das flüssig und schnell genug, dass mich das nicht stört, ne? Dass der mich hier pariert hat, das kam sehr unerwartet. Er hat mich dann im weiteren Lauf des Kampfes ein bisschen arg aus der Fassung gebracht. Weswegen ich da auch ganz schön gelitten habe. Dank der Boosts hat es jetzt nicht ganz so sehr wehgetan, aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Weil es ja auch dann jetzt hier vom Miniboss Items kostet. Weil man will ja auf Nummer sicher gehen. Also schmeiß mal hier drei Tränke rein. Und die erweckte Domino ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann die komplett umspielen. Im Krieg spiele ich lieber einmal zu sicher als einmal nicht zu sicher. Gerade bei so sehr starken Champions. Schwere ziehen. Ein bisschen aufs Glück achten. Sprich, dass ich ausweichen kann. Also nicht zu sehr triggern. Immer munterfröhlich rein. Bloß nicht die erste Superkraft abkriegen. Wenn man Pech hat, dann ist das mit dem Ausweichen ganz schön scheiße. Also, es geht nicht. Hier versaue ich gleich das Zurückweichen. Da ist es gewesen. Zündet eine Superkraft. Das ging dann wieder. Meine zweite drauf. Und dank der Boosts fällt sie dann natürlich um. Sicherlich hätte ich früher schon zuschlagen und meine zweite Superkraft zünden können, um es zu beenden. Wenn nicht, wird der Superkraftbalken wird halt einfach nicht voll, weil, ne? Corvus halt. Lieber einmal zu viel und einmal auf Nummer sicher, als dann scheiße fabriziert. Ne? Den Kork wollte ich ursprünglich machen, aber aufgrund des Alkoholpegels und der Teambesprechung, in der ich steckte, war mir das nicht möglich. Das Video hat mich nicht erreicht, das ist zu groß, um versendet zu werden. Komfort, schade drum, aber meine Güte, was soll's. Ihr habt gesehen, wir haben verloren. Einen Verteidiger beim Gegner haben wir stehen lassen. Ansonsten haben wir die Bosse gekillt. Angriffsbonus war schon mal besser, aber okay. In Summe, zumindest für meine Kampftruppe, war ich eigentlich relativ zufrieden. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Auch, dass wir die drei Bosse gelegt haben, ist eigentlich Standard. Ne? Also völlig okay. Nichts Wildes. Ich hoffe, dass ich euch am Sonntag zwei tolle Kriege und hoffentlich auch wieder zwei Siege zeigen kann. Ansonsten, ha, Mensch, bis dahin. Macht's gut!